Moin Leute, Trimax hier. Heute ist der letzte Tag der Season und wir waren schon, ich will unbedingt 6400 knacken, wir waren schon bei 6378, mein derzeitiger Allzeit-Trophäenrekord. Ich will aber unbedingt die 6400 knacken. Wir hatten jetzt gerade eine böse Dreier-Losing-Streak. Wir müssten jetzt 4 Games hintereinander gewinnen. Wir spielen immer noch das E-Giant Deck, was ich extrem geil finde. Big Spin wird wieder dabei sein und coachen. Und es muss einfach klappen. Moderatoren, können wir eine Wette machen? Schaffe ich heute die 6-4, ja oder nein? Ich könnte eigentlich nur verkacken, wenn ich Rage quitte. Oh, ist das heiß hier drin. Wie sagen wir Big Spin Bescheid? Der zockt bestimmt gerade selber noch ganz dolle, ne? Wie lange suchen wir einen Gegner? Der YouTuber in Kini. Punkt, da haben wir's. Haben wir's. Ach, ist ja siebenfach sogar, holy shit. Oh, so ein Electro Dragon ist schon voller Macht. Der ist schon nicht schlecht. Ein Golem davor. Oh, der hat auch ein Golem-Deck. Golem gegen Golem. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, hat der ein mächtiges Deck. Der ist mächtig. Oh, und Lightning hat er auch. Nee, das ist durch. Das gewinnt er. Will ich mal wieder meine Hälfte fallen lassen. Sind wir hier in meiner Hälfte. Aber das gewinnt er. Der hat die Lufthoheit. Der hat die Drachen. Der hat Inferno Dragon. Der hat alles. Das ist das perfekte Siebenfach-Elixier. Krass. Wieso kriegst du immer die größten Pfeifen und keiner kann das Spiel? Und jetzt krieg ich hier so ein Tryhard rein. Wie low. Der hat so doll die Luft. Giga durch das Ganze hier. Was für ein Scheiß. So ein Tryhard. Der spielt die Challenge extra auf siebenfach Elixier. Guten Tag, guten Tag. Ey, moin. Ich dachte, ich mache ein Game zum Einspiel siebenfach Elixier. Ich spiele gegen jemanden, der hat ein siebenfach Elixier-Deck gebaut. Mit allem. Alle Drachen, Golem und Megaritter. Nachthexe, alles, volles Programm. Okay. Alter, da sehe ich kein Land. So ein Scheiß, ey. Übel unbelohnt. Alter, fuck. Ja, komm, gewinn den Scheiß. Alter, größter Tryhard im Clankrieg des Monats. Sonst war alles ein Free-Win. Er hat extra ein Deck dafür gebaut. Ja, sei mal froh, dass du nur im Clankrieg Tryhards faced. Ja, aber das habe ich noch nie. Ich spiele jeden Tag Clankrieg, weil der so chillig ist. Ey, jetzt brauche ich noch kurz einen Win in der Dingsfachen. Obwohl, können wir mal ganz kurz mein Schweinereiter-Deck löschen? Mann, der wird schwierig, ein Deck zusammenzubasteln mit den Karten, die übrig sind. Warte. Nee, schaffen wir jetzt nicht, Heute nicht. Aber es fuckt mir ab, dass ich seit 8 Monaten ein Schweinereiter-Deck habe, obwohl ich den nicht hier spielen möchte. Verständlich, echt? Ne? Mach doch einfach, bau auf schnell was anderes, scheiß drauf. Echt? Ja, mach einfach. Löschen. E-Giant Sparky? Ja, mach das von mir aus. Nado haben wir nicht mehr, ne? Geht das auch ohne Nado? Obwohl, habe ich die Hütten gespielt? Ich habe die Hütten nicht, komm, dann machen wir das wieder entfernt. Komm mal, lass mal gucken, ob wir das Deck bauen können. Was wir die ganze Zeit spielen, das wäre ja sick. 2 Hütten, was ist da noch drin immer im Deck? Ein Prinz? Prinz, Mega-Minion. Kannst statt Mega-Minion einfach Minions oder so reinpacken, wenn du es nicht hast. Mega-Minion ist eine Rare-Card. Wie sind die hier sortiert? Level, nee, noch. Seltenheit, so ist gut. Megamin haben wir nicht. Flugmaschine? Oder Minions? Minions. Die
Minions. Hab ich auch nicht, oder? Dann mach Flugmaschine. Flugmaschine mag ich sehr gerne. Was haben wir noch immer? Feuerball, Bubble. Feuerball ist auch schon gone. Und Barberry ist auch schon weg. Ja, ein paar Pfeile rein von mir aus. Pfeile Schneeball. Pfeile Schneeball? Ja. Safe. Ich weiß ja nicht. Wäre jetzt mein Plan. Und was ist die letzte Karte, die immer noch fehlt? Das ist das. Die Mutterhexe, lol. Genau, richtig, ja. Stimmt. Ja. Ja, probier es einfach so. Scheiß drauf, kriegst den. Easy. Spam da einfach mit Hütten rein und dann passt das. Richtig. Okay, let's go. Und wie war dein District? Ultra, ultra geil. Habt ihr jetzt ultra einen Sieger, nice. Oder? Ja, ja, wir haben den Sieger. 1000 Euro kriegt er. War auch wirklich sehr stark. Krass. So. Okay, was kann der? Der gelightningt? Ja, hat er. Der lightningt einfach. Ja, der hat Bock. Ist ja nur Zauberröhre geworfen. Ich weiß mein E-Joint rechts davor. Echt, mein Kopf dröhnt so hart, Mann. Ich habe gerade 3 Stunden Season End gespielt. Und bist du Tilt? Nein, ich bin 170. Was? Respekt, Mann! Ordnung, ja. Not bad, not bad. 3 Flugmaschinen in der Luft. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, aber irgendwie geht's ab. 4 Flugmaschinen. Let's go. Ja, du hast Comeback gewonnen, nice. Karten, die 8 Elixier kosten, sind voll dumme. Alter, wie, oh Gott. Junge, hast du komplett rasiert, Bro, let's go. 4 Elektro-Riesen dabei haben es halt. Hat er nicht so gut drauf. Gar keinen Fall. Alright, dann. Gehen wir rein. Das ist das Deck. 6400 gilt es zu knacken. 4 Wins am Stück bräuchten wir. Wir brauchen 4 Wins mehr als Loses. Erste 5 Karten, keine Hütte. Ich raste aus. Okay, kriegen wir hin. Du Mods, kannst mal sehen, wie wir die Übertragung anmachen, wenn du möchtest. Oh ja. Mods, wie war das Ergebnis? Hast du jetzt eine Abstimmung gemacht, ob du es schaffst oder wann du es schaffst? Ob ich es heute schaffe. Wir haben eine Wette gemacht. Okay, ist. 87% haben gesagt, ja, wir schaffen es heute. Gott. Ja. Digga, hey, wir haben kassiert, oder? Was? Das wird easy. Das kriegen wir hin. Okay, der Typ hat Packerbridge-Spam. Packerbrücken-Spam. Das mächtigste Deck gegen mich. Er hat keinen Magic Archer. Er hat die Mutti. Das mächtigste Deck! Ja, alles gut. Das hast du. Okay. Da kannst du einfach genau Mega Minion. Hätte Mega Minion gereicht? Nein. Okay. Skelett oder sowas hättest, würde es reichen, aber hast du ja nicht. Ich hab dagegen nichts. Muss eine Hütte setzen, es tut weh. Ja, tut echt weh. Der macht mich nass. Der spielt's genau richtig. Der wusste, dass ich nichts hab, ne? Und jetzt macht er seine Mutterhexe gegen Hütten. What the fuck? Oh, bad. Feuerball. Na gut, immerhin Feuerball. Päckerbrückenspam-Deck. Das mächtigste Deck. Ey, du Util ist jetzt schon weg. Schimmer. Bubble drauf. Bubble. Hab erstmal einen Rinsen gesetzt. Ja, noch Bubble bitte. Bubble ist unterwegs. Da überlebt nämlich der Prinz, wenn es gut läuft, und dann kannst du noch was machen. Geil! Ja, schade. Ich dachte, dass dann genau erstmal den Barbaren weg und dann ist der Prinz genau in dem Tempo. Egal. Ich wollte ja was Cooles erklären, aber ich krieg's irgendwie nicht zusammen. Schade. Ja, passt. Oh. Oh. Ist aber fein. Du bist immer noch nicht so weit hinten. Alles gut.
Der hat ja auch nur 12, das heißt mega der Kai two-shottet, ultra nice. Prinz hinten? Ja, Prinz hinten passt. Mega Minion, genau, ist okay. Volver ist auch gut. Das sieht gut aus für dich. Das wirst du, glaube ich, gewinnen. Auch wenn er ein bisschen Schadensvorteil hat, glaube ich, du wirst gewinnen. Wann gehen wir rein? Ich bereite mich die ganze Zeit vor, aber... Ja, Mega Minion und dann Prinz. Ah, jetzt habe ich erstmal sowas gesetzt. Ich habe zwei Geräte am Start und habe gerade einfach einer in den Top 10 globalen 3-3 gespielt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Lol. Ich bin wieder push. Aber er hat auch eine Monster-Defense. Wahnsinn, was der alles hat. Jetzt setze ich ihn ein. Jetzt war die Gelegenheit. So? Ja, ja, mach das, genau. Okay, der über das Pack rein, klar. Die Muni an die Brücke gegen das Deck ist nicht so nice. Der Typ packert einfach und dann ist alles down. Ja, ist okay, I guess. Die Pickles retten dich. Oh, die Hütte war es jetzt vielleicht nicht, aber passt. Hm, ich glaub schon. Ja, Rambo, bubble rein. Oh ja, gefit. Der spammt nur an der Brücke, aber das ist nicht gut. Okay, du musst noch irgendwie jetzt rein nochmal irgendwie. Feuerball, das. Oh, nee, nicht andere Lane. Du hast Feuerball auf jeden Fall auf dem Turm. Wichtig. Gut. Du kommst durch. Du hast ihn. Oh mein Gott. Let's go. Wie gut war links das Ablenkungsmanöver? Let's go, ja. Ach, echt. Er war dumm. Er war dumm. Er hätte durchlaufen lassen können. Er hätte nicht genug Damage gemacht. Ja, er war dumm. Ja. Geil! Fuck, wie gut. Wie geil! Hm? Damit hätte ich auch... Oh, ich hätte 200 Gems meinen Kollegen maxen können. Das war lost. Scheiß drauf, nächstes Game. Dreimal ineinander müssen wir gewinnen. Ja. Ey, das war das Hardcounter-Deck. Ich hab gewonnen! Ja, du hast einfach gewonnen, stimmt. Packer Brückenspam. Wow, was? Ey, wieso habe ich schon wieder nichts? Wieso habe ich denn keine Hütten am Anfang? Ja, du solltest hier besser gar nichts spielen erstmal. Echt? Ja, ich will einen Feuerball werfen. Oder? Habe ich ihn werfen? Worauf? King Tower. Witz viel? Moinmeister. Also wenn du das machst, ne? Wenn du viel, also selbst wenn du ihn nur normal rüberwerfen würdest, würde mich schon extrem triggern. Jetzt aber Feuerball? Ja, mach mal, genau. Ist ein Feuerball-Bait und er hat ihn rausgebaitet einfach, ne? Ja, wahrscheinlich. Also. Und der hat locker eine scheiß Luftpost. Okay, der hat Kennenkart noch, der hat noch Mutterhexe, der hat die Königsrekruten, Tesla, Lok und X-Bogen. Er hat einfach noch X-Bogen, WTF. Wie halten wir jetzt die Sachen auf? Ja, hier einfach. Hier ist mein Mega Minion und hier eine Mega Rolle. Mega Minion auf die linke Seite und genau. Recruits sind schon nicht schlecht gegen mich, oder? Krass, wie tanky die sind. Also Recruiten verrecken doch komplett gegen E-Giant. Da. Ne, die machen krass Damage vorher, ne? Und gegen Mutter Hexe aber auch. Nee, trust me, die sind echt nicht gut. Komm schon, Mega Minion. Oh, schafft er mich. Das reicht. Nein, der muss nicht setzen. Die Karre ist so langsam, dass du nicht setzen musst. Achso, okay, krass. Das war mal anders. Scheiße. Genau, aber egal. Die Karte. Nein, hat Mutterhexe. Und X-Bogen. Du bist jetzt down. Na, wobei, ihr seid even. Ihr seid sogar actually even.
Jetzt kann ich einfach Bögen ein. In der einfachen, ja, was? Sind seine X-Bögen ja shit. Das stimmt. Der hat 88 Karten Max und spielt so einen Rotz. Der Kanonenkarre noch dazu ist schon wichtig. Ja. Genau, Mega Man ist gut. Das ist jetzt ist auch okay, wenn die dran ist, passt. Oh. Alles gut. Okay, da kannst du den. Ich würde mir den Feuerball auf jeden Fall immer für die Mutterhexe aufheben. Lass noch ein bisschen warten, wenn der X-Bogen reinbringt. Macht er nicht, okay. Dann spiel ihn gar nicht drauf, dann lass ihn einfach durchlaufen. Spiel mal E-Giant hin. Spiel selber Mutterhexe. Ja, die ist halt ein bisschen weit vorne jetzt, leider. Da würde ich jetzt. Ja, das kannst du Feuerball drauf haben. Also gleich, wenn die Rekruten reinlaufen. Jetzt? Oh ja, Mann, der will uns nicht extrem. Bappel noch ein, schnell, genau. Oh. Ja, jetzt oh, oh, oh. Mutterhexe noch, Mutterhexe aggressiv auf die. Ah, X-Bogen ist da natürlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat mich. Meinst du ein Eier und sagst du? Nee, nee. Jetzt kriegst du den. Spiel den Prinz jetzt hinten links. Du hast halt noch gefühlt kein E-Giant gesetzt, so. Der war kacke. Der Feuerball? Ja, du hast vier Rekruten im Schild getroffen, so. Ach so. Weiß nicht, bist du. E-Giant davor? E-Giant dahinter, E-Giant hinten. Erstmal Mega Man hier zum Klären. Und jetzt E-Giant hinten links. Hinten rechts, hinten links? Hinten rechts. Hinten links. Scheiße, schon wieder falsch. Die Entsendungsdauer ist aber auch immer lange, ne? Ja, jetzt würde der einfach X-Bogen reinknallen wahrscheinlich, oder? Nee, okay, nice. Dann spiel einfach Barpel auf die Mutterhexe. Und dann, wenn ich übrigens noch einmal von dir Entsendungsdauer von dem Barpel höre, ne? Du hast das jetzt 1000 Mal gespielt. Du merkst immer noch über die Entsendungsdauer. Was mache ich mit links? Links machst du Feuerball auf den Tesla und X-Bogen. Geil. Okay. Ja, schwierig. E-Giant an die Brücke? Ja, ja, müssen wir. Geht nicht anders. Ja, es ist ein saustarkes Deck. Ja, das echt. Warum ist das Deck so mächtig gegen mich? Was ist das für ein Scheiß? Der spielt doch nicht mal gut, ja. Der ist doch Gigashit. Ja. Wieso klappt der Mist? Auch. Ja. Ist durch. Ist mich total vernascht. So ein Loose. Was hat der gemacht? Das war, glaube ich, der. Also, wir haben ja vorhin auch noch schon mal 3 Stunden gespielt. Das war der schlechteste Spieler heute. Ja, da wäre echt nicht so geil. What the fuck? Ja. Aber er hat alle gereicht, ne? Beste Season 6600? Was für ein Scheißdeck! Der hat ein Feuerball-Bait-X-Bow-Deck? Ja, ich kann jetzt. Ich hatte zwischenzeitlich 4 Hütten auf dem Feld. Ich dachte, ich krieg ihn locker in der doppelten. Nee, nee. Der hat so viel anderen Stuff. Okay, let's go. Erzähl denn deine Wette mit heute, nur der heutige Tag rein? Ja, nur heute, nur heute. Also noch. Tricoins, wir haben Tricoins gewettet. War keine Abstimmung, war richtig ein Dings, ne? 40 Minuten, okay. Ach so, heutiger Stream. Ja, okay, heute gut. Durchschnittliche Rage Quit Quote ist natürlich mit eingerechnet. Ah, wenn du jetzt Rage Quit, dann. Dann verlieren alle Leute. Okay, Sparky, ja, geht so. War smart, der Sparky ist weg. Oh, nice. Oh mein Gott, das... Nee, doch. Oh mein Gott. Ja, Mega, hätte ich gleich setzen müssen. Ja, ist gut. Obwohl, dadurch überlebt der und... Nee. Oh. Unbefriedigend. Einfach zu despawned. Sparky Doppelprinz, oder was war das? Sparky Inferno den Prinz. Und Giant. Dark Prince. Was sind das für Matchups? Ich kann mein E-Giant gar nicht voll entfalten. Hier ist der ballert hier nicht bei den Decks. Ne? Ja, wieder Mini-Packer sogar. Sparky Mini-Packer gegen E-Giant. Der Tornado, Bats und Rage. Was jetzt? Jetzt spielst du. Erstmal einen Ofen, zu spät. Ja, auch gut. Oder ich hab nichts gemacht. Nichts. Jetzt ein Prinzen. Oh, jetzt ist uns halt genau Prinz ran. Dann spielst du Mega Mini auf den einfach auf den Giant. Achso, ich hatte jetzt auch einen Inferno Dragon.
Ja, auch okay. Da kannst du einfach Bubble reinspielen gleich. Feuerball. What the fuck? Oh mein Gott, ich dachte, die Dings schälen ihn vorher. Dass sein Schild weg ist, weißt du? Schälen, ja, ich weiß. Ich kenne deinen Gedankengang, aber... Oh mein Gott, sie hat sich gepackt zeitlich. Ausgerechnet heute ein, solche Faxen zu machen. Das wäre doch übertrieben krass gewesen, oder nicht? Ja. Ja, wäre auf jeden Fall nice gewesen, stimmt schon. Mhm, guter Feuerball, ja. Natürlich kriegt er noch nicht raus. Super gemacht, Mega Minion. Du sollst ihn eigentlich, also hätten sie jetzt nicht diesen Missplay. Ich glaube, wir müssen die Schütten einfach bekommen. Du sollst hier auf keinen Fall irgendwie mit Agent overcommitten. Das kannst du soweit. Okay. Musste ich. Fledermäuse Giant wäre zu böse. Ja, ist halt aber auch die Seite, wo du noch mehr, also wo du noch gar keinen Schaden kassiert hast. Okay, auch wieder richtig. Nächste Hütte ist da. Hütten, meintest du es richtig, Hütten, ne? Ja. Und immer auf beiden Seiten, ne? Das macht er nicht schlecht. Der ist nicht so verkehrt. Jetzt musst du da rein im Prinz setzen. Oh, scheiße. Okay, du hast ein Problem. Irgendwas gegen diesen Sparky? Ich will eine Hütte setzen. Ja, du musst was setzen. Ja, du hast verloren, schade. Digga, was war das auch wieder für eine Scheiße? Er hat auch so gerockt wieder, ne? Er hat sogar nur einen Giant 12, Mann. Er hat einen Giant 12. Täuscht rechts an, macht einen halben Push mit dem Dark Prince und kommt dann links mit Giant Sparky, Mini-Packer, Inferno Dragon, Fledermäuse. Ja, das ist echt nicht geil. Der Typ so ein abartiges Matchup. Abartiges Deck, ja. So ein scheiß Matchup. Beide Games hintereinander. Was sind denn das für Decks? Die gibt's doch gar nicht. Nein, die gibt's nicht. Das sind, du bist ja auch auf 6K. Da hast du manchmal Meta-Decks und manchmal hast du sowas. Ey, hier schreiben Leute neues Deck. Ich glaube nicht, das war ja gerade so geil, das Deck. Zwei Games können mal kommen, dass die Matchup haben. Ein neues Deck, das geht klar. Fünf Games am Stück müssen wir jetzt gewinnen. Ja. Können wir schaffen. Nicht in Turmreichweite. Okay. Was ist der für ein Kram? Das ist ein cooles Schwein, oder? Ja, gut. Und der Golem, okay. Da hast du jetzt einfach den Ofen gegen, genau. Und dann kannst du den Prinz da gleich reinspielen. Direkt rein oder so halt? So hin, nach hinten, genau. Nach hinten. So, jetzt wartest du, was er macht. Okay, da spielst du Mega Minion drauf. Ist fein für dich. Genau, wir können noch was. Aber da kann. Nee, du kennst. Bei Mutterhexen noch, genau. Vorwärts nicht. Reicht. Kannst du die nächste Hütte setzen? Wieder rechtsorientiert? Er dachte einfach. Du kommst ja gar nicht mit. Ja. Okay, da spielst du einfach gleich Bubble rein. Auf den Eismagier direkt drauf. Mhm. Wann? Jetzt. Also direkt. Ja. Ja, jetzt halt eine Hütte dran, das. Holz trifft. Die Hütte nicht, GG. Golem rechts? Ja, mach, genau, mach. So, jetzt hat er nämlich. Jetzt kannst du einfach den Prinz in den Golem setzen. Er kann das eigentlich nicht. Also, er kann kein Agent jetzt bringen. Er muss ihn rechts bringen. Und wenn er ihn bringt, gewinnst du trotzdem. Okay, nice. Du gewinnst einfach. Wir können ihn einfach spielen. Mega Mini auf King. Aber jetzt belast es auch dabei. Jetzt musst du deffen, genau. Okay, passt.
Mutterhexe hinten, hinter die King. Ja, genau, so. Ungefähr. Oh, der kommt zwar nicht so gut. Ja, der ist eingezogen okay, einfach. Ist immer noch okay, passt. Alles gut. Das lässt du durchlaufen. Echt? Doch, eine Megaminion, zack. Zack. Wenn ihr nächsten Golem bringt, bringst du trotzdem. Wenn ihr jetzt links orientiert bringt, bringst du. Okay, nee. Lass erstmal. Hütten stacken weiter. Genau. Wenn der Golem knickt, bringst du. Okay, dann würde ich sagen, darfst du jetzt. Ofen rein. Dann Mutterhexe rein. Auf den Dings. Aber oh, schlecht gesetzt. Noch. Alles gut, ja, passt. Nee, geht nur. Ah, einen durchbekommen. Prinz auf den Eismagier. Prinz hinten. Achso, okay. Da kannst du jetzt ein Feuerball auf alles bitte. Triff bitte alles. Geht nicht, nur das hier. Okay. Mega Mini kriegt ihn aber. Bubble ja, dazu. Bubble hat auf Eismagier gespielt. Passt, ist okay. Also der Typ hat immer einen Elixiervorteil, aber du hast einen Schadensvorteil auf beiden Seiten. Ich geh jetzt einfach rein, ja. Oder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Mutterhexe, oder? Genau, auch gut. Dann jetzt die Mutterhexe rein. Einfach weiter deffen. Irgendwann wirst du Backup haben, wenn du es gut spielst. Jetzt mal Agent nach hinten? Nein. Okay. Kein Agent jetzt. Prinz rein, wieder. Prinz wieder rein. Ist das ein Agent? Nein. Einfach deffen erstmal und gleich Feuerwehr benutzen, wenn das alles vorläuft. Also das Mega-Mini würde ich immer auf den Elektro-Jack spielen, bitte. Das ist wichtig. Jetzt kommt der Feuerwehr. Boom! Auf den Feuerball haben wir doch gewartet. Ja, der war lecker. Jetzt kannst du E-Giant links bringen. Nice, perfekt, genau deswegen. Jetzt wird er noch E-Buff setzen, musst aufpassen. Muss trotzdem noch verteidigen. Setz Prinz ein. Oh, die Hütten stacken ist jetzt nicht ganz so gut. Na, laufen sie außen rum. Dann Feuerwehrst du es gleich. Oder warte, die nicht links, sondern. Oh, jetzt Feuerwehrst du da, das ist gut. Da ist jetzt nicht so die präziseste Ortsangabe gewesen. Aber passt. Kann sein. Oh, du musst die E-Bubs setzen, ne? Du musst die E-Bubs Feuerbein oder. Ja, das passt, ist okay. Du gewinnst. Nice, fürs Score. Sauber. Sehr, sehr schön. Schön gemacht. Wichtiger Sieg. So ein bisschen geil. Ist ja. Giga Todes Hyper Tryhard. Was ist denn das? Das war vorhin nicht so. Ja. Die Gegner waren vorhin deutlich schlechter. Da war noch der Vollidiot mit den scheiß Minenwerfer und so. Ne? Was ist denn jetzt passiert auf einmal? Ist das normal? War das bei dir auch so? Stück brauchen wir noch. Okay. Spiel noch das Rekrutendeck. Nice, ich rede die ganze Zeit mit dir, WTF. Ich rede die ganze Zeit mit dir, hab mich gemutet, Alter. Ich hab gesagt, du spielst ein bisschen anders als vor dem, also als im ersten Coaching heute. Spielst nicht wie so sicher, wie sicher bist du dir? Spielst nicht so wach, ich bin mir sehr sicher. Das erkenne ich an deinem Playstyle. Das waren auch übelst weirde Decks. Ja, auch, aber spielst auch ein bisschen anders. Okay. Aber du kriegst es hin. Wir schaffen das. Feuerball. Oh mein Gott. Echt jetzt? Okay, der hat wahrscheinlich noch ja Buis. Okay, das wird schwierig. Das wird sehr, sehr Wieso schwierig. Wieso wird alles schwierig? Es ist jedes Game schwierig. Ich verstehe das nicht. Alles gut. Du kannst es gewinnen, du hast immer den Hütten. Du musst gegen den Hütten spammen. Mit Agent kommst du nicht durch. Ich weiß nicht, was ich setzen soll. Ich hab. Ja, setz ich die Hütten mal. Hin. Ich mach's jetzt hier hin, aber da kann er wieder eine Rakete draufballern. Ja, das ist nicht so gut. Du musst die vor dann lieber die Rocket vor den Ofen. Vor den Ofen. Ja, da kriegt er zwar Value, aber. Scheiß drauf. Wenn ihr einfach mal reingehen, wenn er eine Rocket trifft. Wenn ihr jetzt Rocket spielt, genau, jetzt geh rein, ja. Einfach Brücke, genau. Der hat keinen Leaks, er hat zwei. Das müsstest du jetzt eigentlich haben. Backup, also, er wird Mortar setzen, aber dann sind die Spear Ops dran. Oh, nice, du hast gewonnen. Feuerball. Ja. Bam. Oh mein Gott, wie geil, der Gierige. Alter, fuck, ich würde ihn gerade so heftig beleidigen. Es geht los, er wirft eine Rakete.
Aber ich reiß mich zusammen. Ich beleidige ihn nicht so stark. Aber es geht halt schon los und er wirft eine Rakete, ne? Ja, okay. Chat, wie ist der? Ich darf nicht sagen, wie ich ihn finde, sonst würde ich auf Twitch gebannt werden. Es geht los, er wirft eine Rakete. Er ist mir auch äußerst unsympathisch, tatsächlich. Äußerst. Oh mein Gott. Zwei defensive Verteidigungsgebäude und dann Raketen rüberwerfen. Ja. Wahnsinn. Das ist ganz nice, wenn er mit der Rocket die Kobolde tötet, habe ich ja vier Kobolde auf dem Feld, ne? Und das als Backup von dem E-Giant ist schon ein derber Push. Ja, also zumindest drei, aber... Ja. Stimmt. Okay. Ich will den Mortar und Dings treffen. Ja, gut. Noch ein Megaminion dazu? Och, Mortar, okay. Nee, erstmal warten. Jetzt Megaminion darauf. Boah, ich habe keinen Hit am Turm bekommen? Nee, tatsächlich nicht. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Mutterhex einfach mal? Nee, erst erwarten. Ich würde einfach die Hütten setzen jetzt. Genau, Hütte so. Ja, genau so in den Spot, genau. So, jetzt kann er nämlich seinen Mortar setzen, dann kannst du einfach Prinz spielen. Boah. Okay, passt. Ja, alles gut. Dann spiel den Ofen gleich dahinter, sobald der Poison abgelaufen ist. Oder spiel den Ofen an diesen Spot einfach, an denselben. Genau. Genau, ja. Prinz? Ja. Okay, sehr gut. Ich wär's vor dem Mortar, weil da kommen die Skelette. Hm. War kein schlechter Gedanke, aber war... Oh, der Charge, der kommt schnell ins Chargen. Was kommt der? Er hat zu viel, er hat Spear-Gobs und Skelette, was soll ich denn mit dem Prinzen machen? Ja, der hat auf jeden Fall einiges, aber wir schaffen das. Spiel den E-Giant gleich hinten. Jetzt, genau. Der wirft schon wieder... Wenn er jetzt den Mortar spielt, lässt du einfach durchlaufen. Okay, lässt du auch durchlaufen. Beziehungsweise spiel Mutterhexe so, dass wenn er poisonen würde, sie früher rauslaufen würde gleich. Du spielst jetzt Mutterhexe? Nee, ich schaff das nicht. Ich setze Megaminion. Ich weiß nicht. Okay, egal. Passt. Dann spiel jetzt Bubble auf dem Mortar. Sobald der Agent tankt. Ja gut, auch gut. Bringst du das rein, genau. Jetzt Feuerball auf die Musketiere. Na, ich hab das aus den Händen genockt. Das ist bad. Hier Mutterhexe rein. Das rettet halt um sein Leben mit einem Mortar-Deck, Mann. Das ist halt so gut gegen dich, leider. Gutes Bubble an sich, aber das reicht nicht. Das ist sogar ein gutes Bubble, aber das reicht halt gar nicht, ne? Ja. Oh Gott. Alter, ey, der macht das echt gut. Jetzt wieder ein Schneeball, guck dir das mal an. Agent davor. Der hat gerade übelst committed. Jetzt Megaminion noch rein, genau. Und dann diesmal kein Feuerball, spiel kein Feuerball, spiel Mutterhexe rein. Einfach Truppen spammen. Du musst irgendwie damit gewinnen. Aber das geht's nicht. Jetzt Bubble rein. Bubble. Bubble ist unterwegs. Hier ist noch ein Prinz. Prinz, genau. Oh, die Mutterhexe hat die Skelette umgewandelt. Das war diesmal stark. Ja. Oh, super nice, ohne Feuerball. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nice. Ja, hier kein Feuerball zu spielen war der absolute Key. Let's go. Also. Ey, du hast gewonnen. Du bist ich weiß, aber es ist brutal. Zwei Wins bräuchten wir jetzt, ne? Ja. Alter, der Key war so doll, kein Feuerball zu werfen. Wie gut hast du das erkannt, einfach. Die Mutterhexe hat dann auch einfach die Spear-Goblins aufgefressen und zu. Boah, genau. Drei Games am Stück gewonnen, wobei alle unendlich knapp waren und mehr oder weniger Comebacks, ne? Ja. Das Wichtige war hier halt, dass er auch den Poison hatte. Das heißt, er hätte die Masse an Truppen, die du durch den Feuerball, den du sparst, an der Brücke spammst, nicht direkt verteidigen können. Hätte der Feuerball gehabt, oder Rakete, hätte ich gesagt, okay, wirf Feuerball. Mhm. Aber da du Poison hatte und deine Truppen wie Prinz oder so, die sind so sticky, die sterben halt von Poison. Cool im First Play, ist das nicht voll Loot? Ja, würde er nicht bei 7000 so heftig bestraft werden? Soll ich die Wahrheit sagen? Ja.
der Play, mit dem Play kommen Leute in die Top 50 der Welt und es kotzt mich so hart an. Oh Gott. Es ist traurig, es ist ganz, ganz traurig. Ich denke genauso wie du. Was jetzt? Was so jetzt? Denken, E-Giant aber, vor? Nee, Prinz einfach rein. Prinz rein. E-Giant, Golem, E-Giant, Golem, E-Giant Golem, weil die kleinen Scheißviecher. Ja, aber du hast ja keinen Damage jetzt, der Golem nimmt dich hops. Der nimmt mich hops, aber ich nehme ihn auch wieder zurück hops. Guck, okay. Zack. Krieg ich ihn? Du wirst ihn damit bekommen. Ja, der wird halt auch deinen Turm fast bekommen, ne? Aber ich krieg seinen Safe. Und er kriegt meinen. Ihr kriegt euch beide gegenseitig nicht. Ja doch. Ich krieg ihn. Nice. Auge. Das ist einfach die Erfahrung über die Jahre. Ja, moin, Meister. Es ist einfach, das ist auch wichtig. Ja, ja, klar. Stimmt. Teach me. Unser Rechter hat schon auch schon Damage kassiert. Okay. Aber sein Deck ist in der Double Elixir besser. Ich muss ihn irgendwie seinen Turm wegsneaken und dann ist das Game vorbei sein, weil er wird mich sonst völlig überrennen. Ja, das kann gut sein, ja. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Er hat kein Lightning, das heißt, ich kann ganz chillig meine Mutterhexe setzen. Smart. Er hat Lightning. Nee, er hat gerade eingesetzt, um den Turm zu kriegen. Okay, das habe ich jetzt gesehen, ja. Aber ich meine grundsätzlich, er hat Lightning im Deck. Insgesamt ja. Agent rein. Ja. Ja, es hat wieder das gleiche, ne? Golem ist da. Macht da Damage, aber jetzt hast du immerhin noch Mega Minion. Das lässt du durchlaufen, mit der Gefahr, dass er, ja, deswegen nicht, weil er könnte jetzt Lightning spielen. Wobei der Lightning wäre nicht gut, weil der Mutterhex überlebt. Ja, nice. Jetzt, oh, das war so bad von ihm. Mutterhex hier hinten, halb hoch. Und dann Agile Brücke. Ja, du hast eh gewonnen, nice. Let's go, Bro. Sauber. Oh mein Gott, wichtig. Wie wichtig. Saubere Runde. Der Feuerball auf dem Baum war. 19 Sekunden geht's noch. Ich hab nicht seinen Turm. Du führst für eins. Ja, aber er kann ja noch meinen Turm kriegen, oder? Nee. Du bekommst seinen. Oh ja, geil. Was, Digga? Ich unterschätze immer wieder. Wenn denn nur der King Tower da ist und ich führe schon 2-0, nur der King Tower kann den E-Giant nicht töten. Und Fun Fact, die Princess Tower schießen seltener, machen mehr Damage als der King Tower. Richtig. Der hat eine höhere Feuerrate und macht weniger Schaden. Das heißt, der Stun des E-Giants zerstört den King Tower 1 gegen 1 extrem. Aber wann lag ich mal 2-0 vorne und hatte einen einzelnen E-Giant am King Tower? Noch nie. Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen, genau, dass diese Interaktion halt nochmal besonders schmerzhaft ist. Weil der schneller schießt und weniger Schaden macht. Er macht mehr Damage dadurch und ist öfter gestunt. Alter, ja. Das ist es. Das ist der höchste Trophäenrekord, den ich jemals hatte. Also das ist jetzt schon auf jeden Fall ein absoluter Erfolg. 6.378 hatte ich noch nie. Oh, was? Hä? Saisonbestleistung 6.378. Aber ich habe gerade nur 6.377. Aber warum habe ich jetzt gerade im Pass was freigeschaltet gehabt? Im Trophäenfahrt? Da hast du... Das ist doch voll unlogisch. Das ist unlogisch, ja. Chill, ich habe einen Bug gefunden. Das liebe ich. Der King Tower schießt echt schneller. King Tower schießt schneller, macht weniger Schaden. Das ist schon richtig. Hattest du eben nicht eingesammelt? Dann ist es weg? Nee. Keine Ahnung. Ey, jetzt der Win und das wären die 6-4 und das würde mich einfach unfassbar... Ich würde so feiern, scheiße. Ja. Bitte. King Tower macht gleich viel Schaden, schießt langsamer. Haben wir das irgendwann mal geändert? Ich gucke gleich mal nach. Damage ist zu hoch, Mann. Was ist das für ein Start? Meiner Skelett ist doch kacke wieder. Wieso kriege ich auch einfach keine Mutterhexe, wenn ich sie mal brauche? Ja. Mega Ritter. Weiß er, dass ich E-Giant spiele? Nee, glaube ich nicht. Kannst du aber einfach bringen, den E-Giant, ja, nice. Das haben die tatsächlich, okay, das haben die vor einem Jahr oder so, haben die es schon geändert. Okay, krass. Ja, das passt aber. Feuerball schaffe ich vom Elixier nicht. Alles gut, brauchst du gar nicht. Du wartest einfach darauf, bis der einmal seine Fähre oder den Rausch spielt, du spielst einfach E-Giant-Brücke. Der hat nur Spam und den Mega-Ritter. Und beides ist nicht gut gegen den E-Giant.
ich warte einfach bis. Du wartest, bis der Typ den Inferno Dragon random rausspielt. Weil du kannst noch dazu forcen. Wenn du zum Beispiel. Spiel mal die Kobolde da rein. Rechts? Rechts, genau, ja. Okay, jetzt musst du aufpassen. Jetzt, ja, auch gut, genau. Mach das so. Perfekt. Ich habe das Mega-Mini hätte jetzt sparen können, aber passt. So, der Typ muss da jetzt einen Mega-Ritter joggen, genau. Und was mache ich jetzt mit dem Mega-Ritter, genau? Ja, da muss Kiten mit dem E-Giant? Kiten, ja, Kiten, Kiten. Safe. Bappel. Ja, bitte keinen Schuck auf. Feuerball in den Dings rein, bam. Ja. Geil, hast du gefühlt? Hab ich gefühlt, überlebe ja. Trotzdem. Was ist der immer Schaden. Auf jeden Fall. Hast du Schluck auf? Er macht mich nass. Er komplett Schluck auf. Ja, Turm, das war gut von ihm. Ja, ist der Turm. Kranker Push auf beiden Seiten. Nee, ist noch nicht ganz der Turm. Er hat nur Sepp. Du musst jetzt den Agent auf jeden Fall links vorne, rechts vorbringen. Und dann wieder den Feuerballtrick machen. Am besten du triffst doch die Spear-Ups ein bisschen mit. Oh Gott, der Mega-Ritter hat ihn weggedrückt einfach. Oh, ist das der Turm? Oh nee, das ist Garmi. Nein, ist das der Turm? Oh mein Gott, verlierst. No fucking way. Scheiße. Das ist ja bitter. Das ist ja todesbitter. Das war auch gut gemacht von ihm in der einen Szene. Wie heftig hat er denn gespielt? Wie, was ist das? Wieso ist er denn so weit unten? Also der Typ ist ein unfassbar deutlich besserer Clash Royale Spieler als ich. Warum ist der hier unten? Warum ist der hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht Saison Bestleistung 6-5. Was ist das? Jetzt müssen wir wieder zwei Games gewinnen. Ja. Packen wir. Man muss auch ein bisschen Glück haben im Matchup. Man muss auch einfach ein bisschen Glück haben im Matchup. Da hätte jetzt auch wieder irgendeine Pfeife kommen können, der gerade sein Trophäenrekord ist. Aber der Typ gerade wieder, was war das denn? Der hatte schon kind of in auch, sich. Auch Prinz hinten? Ja. Also so hinten, dass er nicht an den Turm charge, ne? Ja, wenn meiner jetzt auch noch charge, dann wird er schnell sein. Mit seinen Charge raus, jetzt kann ich ihn chargen. Jetzt da setzt er irgendeinen Kleinkram ein, aber ich hab schon wieder... Ich glaube, der Typ hat Lock, okay. Gegen den Typen, sobald sein Prinz raus ist, einfach Agent Brücke, du gewinnst. Schöner Connect. Was denn? Ich hab nichts, Barbary kam zu spät. Ja, hätte ich noch drauf gehauen. Echt? So spät? Ja. Ja. Die hätten mehr Hits-Damage gemacht. Wenn du jetzt Prinz ansetzt, was machst du dann? Dann musst du eine Hütte spielen. Ja, okay, setz mal die Hütte ein, genau. Wieder Damage. Und du musst... Ja, okay, lass den Prinz einfach durchlaufen. Okay, nee, spiel dann... Nee, kein Buffalo, Prinz selber rein. In die Spear Gobs. Okay. Dein Zeig ist jetzt ziemlich beschissen. Wenn er jetzt Rescue springt, hast du ein Problem. Feuerball. Okay, nice, er macht's nicht. Dann spiel den nächsten Ofen. Hinten Ofen, ne? Der hat noch einen großen Zauber? Der hat noch eine Rocket, ja. Oh, echt? Ja. Was du machen könntest, wenn du jetzt irgendwie Rescuts Brücke spielst, spielst du Agent Brücke. Auf die andere Seite? Nein, Samuel. Ich spiel einfach Ofen. Erstmal. Okay. Ich werfe einen Feuerball rüber, weil die fuckt ab. Warte, kommt gerade. Schöner Connect wieder links. Ist Chip Damage rein. Ja. Wenn er jetzt wieder Rescue setzt, mach ich einen Feuerball. Ja. Okay. Goblin Gang predict? Gut. Gute Gedanke an sich. Das ist guter Damage. Du nimmst halt Hops ohne einen Agent zu setzen. Das kannst du, genau, Mega Dakai. Oh, das kommt nach innen, glaube ich. Oder ne, kommt gerade. Ofen rein. Auch gut. Da kannst, also, literally, sobald der Typ
keinen Prinzen Recycle hat, spielst du einfach E-Giant. Spiel deinen Prinz dahinter und dann E-Giant bist du. Prinz? Der Typ hat nur Spam Units, er hat kein Gebäude, nur Spam Units. Jetzt den E-Giant rein. Feuerball erstmal noch. Das ist ein offensives Bubble. Das ist ein anderes Bubble, der hat Kobold fast. Egal, ich hab einen Ofen. Der soll ruhig kommen, das ist ein Bait. Dann rocketet er den. Okay. Jetzt hab ich die Reihenfolge verkackt, Hilfe. Ich bin aus meinem Cycle rausgekommen. Bitte helfen Sie mir. Ja. Bitte helfen, mega mit dem rechts, Bro, du musst die Dings steffen. Jetzt musst du Bubble draufwerfen, ist ja kacke. Ey, oh mein Gott, du hast so viel Schaden kassiert, holy shit. Bitte nicht aus der Hand geben jetzt. Oh mein Gott. Behalt dir bitte den. Setz bitte gleich einfach E-Giant in der Brücke und. Setz bei E-Giant jetzt einfach bitte. Let's go. Und dann ist hier irgendwas. Setz bitte deine Mutterhexe bei 6 Elixier. Nein. Bad, war bad? Ja, aber der hat doch die Dings. Der kommt dran. Oh mein Gott, Bro. WTF, wie close. Mutterhexe rein. Oder Feuerwehr, ja. Prinz rechts? Nee, rechts? Prinz, ja, okay, egal. Kobold-Tüte. Kein Bubble, Max, nein! Scheiße. Durch Megamin, auf das Ding. Hilfe! Ofen schneller! Einfach verloren, ich fass es nicht. Ey, der hat mich so nass gemacht in der dreifachen Elixierphase. Der hatte 4 Princes auf dem Feld und Dart Goblin und alles. Und der Turm hat 300 HP und ich krieg noch nicht mal einen E-Giant durch, Digga. Du hattest komplett gewonnen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du auf einmal angefangen hast, komplett zu verlieren. Du hast auf einmal das Bubble gespielt, irgendwo random auf irgendeinen Dogshit drauf und dann hast du 10 Elixier. Der hatte 3 Princes auf dem Feld. Ich hab keinen Damage. Selbst der fucking Elektro-Riese ist durch einen Dart Goblin und eine Goblin Gang nicht für einen Hit an den Turm gekommen. Ja, in dem Matchup musst du halt echt versuchen, sobald der Prinz raus ist, einfach E-Giant rein. Fuck, hat der mich auseinandergenommen wieder. Aber das war schon wieder ein 6550er, Mann. So eine Scheiße. Der Turm war auf 300 HP und ich habe kein HP mehr abgezogen bekommen. Wenn ich halt sage, du musst aufpassen, wenn ich wirklich sage, kein Bubble in sowas spielen, du musst das Bubble. Ich habe gar nichts mehr gehört, es waren viel zu viele Truppen. Da ging gar nichts mehr. Da ging nichts mehr. Rascals, Dart Goblin, Princess. Ist das ein Sparky Deck? Das ist probably. Also bisher sieht es nach Sparky aus, ja. Ja, Sparky. Feuerball Sparky, aber ist gut für guter Start, finde ich. Guter Start. Oh, der hätte jetzt nicht geworfen, aber passt. Okay, du bist. Ihr seid ungefähr even. Oh, wenn das davor läuft. Oh, nice. Oh, ist es. Muss er was richtig Krasses setzen. Nee. Das hat reicht, aber ist gut. Hit. Kriegst gut, nice, ist auch gut für dich. Einfach Ofen rein. Ja, okay, geht's gut. Passt. Oh lol, der verwandelt sich noch. Das muss er nochmal, der hat kein Elixier. Er muss jetzt nochmal spielen. Und er hat sowieso schon kein Elixier. Oh ne, er hätte nicht E-Giant-Brücke gemacht. Der ist einfach durchlaufen, okay, passt. Du musst versuchen, in solchen Situationen, also auch wenn es jetzt okay war, weil die Spear-Gobs noch mitgeholfen haben, aber in solchen Situationen ein bisschen mehr Weitsicht für die Möglichkeiten haben, wenn der Gegner tatsächlich einfach noch weiter Elixier committet und du dann die Kurve schon auf dem Feld hast, da ist das bitter, weil du mit E-Giant seinen Turm erzielen kannst. Aber du gewinnst jetzt eh, wahrscheinlich. Kein Feuerball bitte. Genau, Bubble reicht. Genau, wenn ihr das zappt, ist egal, weil die Dinger regeln, genau. Da kannst du voll belaufen. Oh, das schmeckt. Ja. So viel Damage macht die Pearl Hit. Geil, noch nie gesehen. Aber wie viele Trophäen sind wir gerade? 3 Games müssen wir gewinnen, ne? Ja. Aber das sieht ja gerade ganz gut aus. Na, das sollte ein Win sein. Das kann sich aus der Hand geben. Also bitte probier's nicht. Wie krieg ich denn sein Dings abgelenkt vor dem Prinzen? Mit dem Bubble, ne? Du kriegst das einfach gar nicht abgelenkt, egal. Hauptsache das Ding da stirbt. Jetzt würde ich einen Feuerball draufhauen auf den Salat. Okay. Passt.
Das ist halt geraged. Aber, wir sind 170er, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und unter Kopfschmerzen zu spielen ist nicht so nice. Guck dir das mal an. Deswegen werden wir morgen aber von 8 bis 10 streamen, morgens. Guter E-Giant. Nice. Nicer Win. Sauber. Nice. Sehr, sehr geil. Ja. Zwei Wins am Stück. Darfst du. Benji. Was kann Benji? Heilgeist. Oh, Barbaren, das ist. Oh, Alter. Das ist Elixiergolem, fuck. Was heißt das? Ist das gut oder schlecht für uns? Das ist nicht so gut. Echt nicht? Nee. Sicher? Ja. E-Giant hinten? Buddha-Hexer rein? Nein, kein E-Giant. Erstmal die Mutti und wenn er dann. Okay. Das war bad von ihm zum Beispiel, oder? Ne, natürlich nicht. So gut. Und so ein Play beginnt er hier. Ja, wenn er gleich Egolem hinten spielt, spielst du bitte, wenn er es machen sollte, spielst du einfach E-Giant andere Seite aggressiv. Was mach ich jetzt? Er wird die nächste Barpart setzen, deswegen erstmal nichts machen. Du kannst ja mit dem E-Giant nicht in eine Barpart rennen, das geht nicht. Da hast du keine Möglichkeit. Hat er einen großen Zauber? Nee. Er hat. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Und ein Feuerball rüberwerfen ist scheiße. Das ist scheiße, weil dann stackt er seine Dragons hinter dem Egolem. Okay. E-Giant davor? Nein, nein, Feuerball. Feuerball drauf. Überhaupt. Ja, okay. Da hättest du den Turm betreffen sollen. Achso, aber okay. Passt. Er hat einfach Barpart gegen Ofen und Goblin hat. Ihr kämpft euch die ganze Zeit in der Brücke gegenseitig weg. Was mega, mir war insane. Holy shit. Ja, das hat gut Value geholt. Okay, jetzt bitte E-Giant andere Lane. Jetzt? Ja. Und jetzt Prinz im Rechts. Feuerball das. Feuerball den Lachs, ganz schnell. Lachs. Wichtig. Jetzt erstmal wieder chillen, ne? Ja, jetzt chillen. Die Heilung war bad. Da spielst du dann die Mutterhexe rein, genau. Das ist keine Chain geht am besten. Ah, okay, nice. Knappes Ding. E-Giant jetzt Linksbrücke. Mega Minion wieder hinterher. Nice, ja. Nicht so innenorientiert, der kann es easy kiten. Okay. Weil jetzt geht der E-Dragon rüber, der wäre vielleicht sonst aber gut auf Feuerball. Über, guck mal, kite den Baby-Dragon zurück, holy shit. Das ist guter Damage, den nimmst du mit. Nice, okay. Nee, du nochmal. E-Giant andere Lane, hast du ihn wieder? Nee, spiel Prinz hinten rechts. Lange noch rechts. Nicht. Na, scheiße. Hättest du da den. Okay. Prinz hinten rechts, immer noch? Hinten links mache ich und dann E-Giant vielleicht rechts? Links? Nee. Je nachdem, wo er E-Giant spielt. Andere Lane, wo er den E-Giant spielt, setzt du E-Giant ein, wenn überhaupt. Okay. Okay, setzt du ihn gar nicht ein. Okay, jetzt setzt du bitte E-Giant auf der. Oder gar nicht, ne? Spiel genau, Mutter Hexer. Muss halt unbedingt vermeiden, dass er ein Egolem spielt. Er hat noch keinen gespielt im ganzen Game. Hütten weiter. Hütte. Da ist er! Oh, das ist ganz scheiße von ihm. Prinz rein. Prinz erstmal die Hütte, so, um ihn abzulenken, ne? Erstmal den Prinz rein, damit der E-Giant keine Chain bekommt. Ja. Ach so, meinst du das? Okay. Aber ich krieg jetzt Elixier. Ja, jetzt ist shit. Jetzt hab ich ihn, oder? Wir hatten gut Nado gespielt. Du musst es dem Baby denken. Ich hab ihn. Kriegst du viel Elixier oder nicht? Ich muss ihn noch haben. Ja, aber der.
Ich hab ihn doch. Gapses. Ja, der ist halt auch so Dogshit, Mann, WTF. Ja, das hast du echt gewonnen. Einfach hinterher Spam E-Jan rein, du hast gewonnen. Alter, der war ja so bad. Oh mein Gott. Ja, jetzt weiß ich auch, warum er seinen Elixiergurm nicht gespielt hat. Das war die bessere Entscheidung. Ich hab Triple Mutterhexe. Hat der keinen Zauber? Nee, der hat keinen. Wo wir ihn wegbürsten? Oh, der Prinz war wieder gut zugeschlagen. Du hast einfach so viele Peglitz, Mann. Das Gefühl gerade siebenfache. Muss sich sehr befriedigend anfühlen. Ja, sehr, das sehr ist sehr geil, Mann. Vor allem das Game ging so lange, ich habe 5 Megabits in der Luft. Geil. Oh, fantastisch. Oh mein Gott. Eins noch, ne? Eins noch. Das schaffen wir. Ein Win noch. Das ist das dritte Mal. Let's go. Dr. Taco. Ich spiele so viel Baby Dragon. Oh, das ist ein Golemite. So, wir noch Mutterhexe rein. Wenn du jetzt cocky bist. Oh, okay. Ja, Moment. Er spielt Golem, ne? Golem Bomber. E-Giant Bomber, Ebabs, Nado Blitz, okay. E-Giant ist das. Er spielt E-Giant. Und Eos und Goblin Cage hat er noch. Okay. Dann kannst du jetzt den Feuerball darauf hauen. Ich hab den Turm nicht getroffen. Okay. Wie findest du das? Ja, ganz scheiße. Wappel drauf. Wappel drauf. Oh, der Kite schmeckt. Gut, das ist ein gutes Wappel. Hier kommen wir genau rein jetzt direkt. Zack. Oh, die Hütten bleiben stehen. Das ist so gut. Ja. Ich muss das wieder verteidigen. Jetzt habe ich wieder die. Ja, der Baron wird doch sterben. Zack. Oh, bad. Oh, Überpsid war jetzt nicht so gut. Da kannst du einfach den Prinz links spielen. Prinz links, rechts wird automatisch gelefft. Er wird halt nichts gegen diesen Prinz machen können. Er muss den Prinzgefühl durchchargen lassen oder ihn liken. Kann er aber nicht, weil er kein Elixier hat. Ey, das ist ein Kobold-Dings. Oh, das durchlaufen einfach. Okay, so und der ist total mächtig. Geil, ja, ist durch. Du hättest jetzt genug Elixier. Ja. Ich hatte nur noch Feuerball und Dings, das war katastrophal. Ja, ja, du hättest genug Elixier gehabt, nachdem du ihn durchlaufen lassen hättest, um E-Giant Brücke zu bringen. Aber egal, passt. Okay, du hast viele Hütten, du sollst eigentlich gewinnen. Was jetzt? Was hast du für ein Zauber? Mutterhexe hinten? Bubble rein, Bubble erstmal. Oh, ich hab wieder nichts gehabt. Links random. Du, er hat Lightning, deswegen wird er. Okay, spiel E-Giant davor, Block Lightning jetzt, Block Lightning, E-Giant. Block. Nice. Okay, na, er hat die Hütte. Ja, wobei, nee, er hat die Hütte nicht getroffen. Ist okay, passt. Hat sich gelohnt. Ist cool, der läuft jetzt rüber, der kann ich direkt an den Turm. Ja. Richtig. Würde ich gerne Feuerball bringen. Oh, der hat echt mehr Single-Target-Damage als ich, ne? Ja, bin ich Feuer. Ja, wobei, nee, Bro. Lass es. Jetzt Feuerball. Feuerball. Sauber. Oh, da musst du was spielen. Ja, du hast ein Baby-Deck leider nicht. Ja. Nächste Hütte. Ja, nächste Hütte rein. Oh, er spielt echt das Deck, ne? Was jetzt? Auch E-Giant einfach mal hinten? Nee, Prinz. Prinz hinten. Prinz hinten. Und dann spielst du die Mutterhexe wieder rein, so wie eben. Genau. Ja, also, ich hätte es sagen sollen wie eben, aber passt. Feuerball drauf. Okay, E-Giant ist kein guter Nado oder kein so guter Nado von ihm. War Giga-Scheiße von ihm. Ja, der Feuerball war auch leider nicht so gut. Ja, du musst echt versuchen, gegen den Typen maximal Hütten zu stacken. Ofen jetzt hinten und dann Kobolde vorne. Genau. Setz die Kobolde gerne mal andere Lane. Also ein bisschen links orientiert. So? Ja. Weil dann kannst du vielleicht ihn durch die Hintertür links bekommen. Spiel Barpel da rein auf den Knecht. Genau. Sauber. Okay, die Ebabs sind Feuerball. Gut. Sauber. Jetzt hast du eine gute Lage. Jetzt hast du eine richtig gute Lage. Jetzt wird ein Schuh draus. Nee, du war bad. Jetzt kannst du. Okay. Er spielt Cage. Das heißt, du spielst eigentlich einfach E-Giant rein. E-Giant links, aber ne? Links? Ja, links.
Sauber, der ist weg. Jetzt kann er rennen. Rennen. Cyber-Ebuffs. Marmhexe dazu. Die ja, verwandelt noch ein Schwein. Verschwendet zwei tatsächlich. Er setzt doch Cage an, ist gut für dich. Kannst du jetzt gehen wir rechts wieder rein. Rechts, genau, ja. So, und jetzt. Ofen dahinter mit Spire Ferrets. Goldstein oder Ofen, genau. Kobold sogar nochmal links. Guck mal hier, guck mal links. Ja, Wahnsinn! Links ist gut. Du bist immer noch im Schadensarter, so. Muss aufpassen. Guter Feuerball. Oh, du bist in Lightning Value. Magst jetzt nicht auf die letzten Meter Lightning Value geben? Hä? Ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Der Lightning macht jede drei Ziele. Ich hab grad, das war das beste Game meiner Karriere. Feuerball, du musst Feuerball zeigen. Hab keinen Feuerball. Bappel, Feuerball so schnell wie möglich. Feuerball jetzt. Und dann musst du jetzt versuchen. Auf seinen Turm! Oh mein Gott! Ach so, was? Oh mein Gott, Max! Leck mich, echt jetzt? Ja, egal, jetzt hätte ich nicht gereicht, oder? Hä? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Er hat's gut gemacht. Das kann ich nicht verstehen. Ich habe so viele Sachen predicted. Wollen wir das Game nochmal uns alle zusammen anschauen? Nein. Oh mein Gott. Ja, er hat halt an dem einen Punkt war es halt sehr stark von ihm, die E-Giant eventuell. Hey, alleine die Feuerball-Value, das E-Giant-Abfangen. Oder wie ich den mit dem Feuerball richtig in die richtige Lane genockt habe. Oder wo ich noch die Mutterhexe einsetze und dann noch weitere Schweine spawnen. Oder wo ich genug Damage mache, damit der Prinz die Sachen one-shotten kann. Das war alles Overperformance. Alles. Hätte der Feuerball auf dem Turm genug Damage gemacht? Nein. Nee, der Feuerball hätte nicht gereicht. Aber das sind, ja, du merkst, das ist nicht so einfach. Aber was ist denn das für ein Matchup denn? Ja, das ist halt das normale E-Giant-Deck. Der hat halt Nado und Cage und das hat dich ein bisschen gerippt. Wer hat Matchup? Würdest du mit dem gleichen Deck gegen dich selber spielen? Die E-Bubs nerven halt komplett. Wenn er normal mit Dark Prince spielen würde, dann hättest du Matchup, aber die E-Bubs sind echt annoying. Du hast halt nichts gegen die E-Bubs hinter dem E-Giant. Was willst du dagegen tun? Sau gut. Das hat er dreimal gemacht oder so und du hast immer wieder Prinz gesetzt, aber reicht halt nicht. Der Prinz überlebt nicht. Du hast nur Einheiten, die von E-Giant-Nado gebumst werden, außer Prinz. Und wenn die Elite-Bewahren den Prinz töten, hast du nur Sachen, die vom Nado sterben in E-Giant. Saugut. Und du hast natürlich Hütten. Das ist dein Vorteil, du hast Hütten, die kannst du stacken, aber... Das stimmt. Sehr gut, dass du es gesagt hast. Ey, ich kaufe hier, also hab schon so oft die Scheiße hier gekauft, ne? Die ist so gefährlich. Für Leute wie mich, die immer den ganzen Tag alles leer kaufen. Nächstes Game, zwei Wins brauchen wir. Das Deck ist geil, aber manchmal. Wenn wir nur lange genug spielen und dass man gebrochen wird. Und wenn die Gegner so ein Matchup haben und so gut spielen, bricht mich das eher weniger. Ja. Als der Scheiß, der da sonst passieren kann. Ja. Okay, Lockbait. Zeige jetzt schon mal durch zum Bubble. Wenn wir nicht, dann spielst du einfach das den Feuerball drauf. Ich spiele den Ofen, oder? Ja, kannst du auch machen. Wieso habe ich denn keine Karte? Jetzt Feuerball. Okay, achso, ja. So? Ist chillig, oder? Mega Minion auf die Prinzessin. Mhm. Lockbait. Genau. Lockbait. Okay. Jetzt ist die Frage, ob er Inferno Dragon, Inferno Turm oder Tesla hat. Da gibt's den Rocket Value. Die wirft er echt? Rein? Die wirft er. Die kann er auch werfen. Nein, wenn er Inferno Turm hat, dann nimmt er dich hops, er hat Inferno Turm. Spiel jetzt Agent. Okay, Kobold da rein, genau. Hinten mit Inferno Turm chillen und dann. Hörbar drauf. Und dann Rockets rüberwerfen, ey. Ich brech durch. Bubble, genau. Du wirst ihn downshippen, wenn er so weitermacht. Nächster Ofen hinten. Wenn er da eine Rocket drauf wirft, dann sollst du überlegen reinzugehen. Kommt Damage. Failholz. Oh, er hat sein Holz. Übertrieben nice. Failholz. So guter Damage. Nächste, also einfach Mega Minion jetzt auf die rechte Lane. Mega Minion rechts schon mal auf die Prinzessin. Einfach rechts hinten. Genau. Und die nächste Hütte. Und jetzt nächste Hütte, genau. Das, Hat er perfekt getimed, ich hab nichts. Das... Ja, fast. Ich hab auch Damage gemacht, aber er macht ja... Was? Was? Wie viel Damage? E-Giant hinten links jetzt.
sehr schön in die Ritter rein, das ist gut. Jetzt wird er im Phantom-Spam stacken. Du setzt jetzt dahinter mit dem Prinz und erstmal nicht die Mutterhexe. Mutterhexe setzt du gleich in seine Goblin-Gang rein. Hat sein Lock schon wieder gemisst, nice. Mutterhexe, die setzt sie an der Brücke. Okay, nee. Ist schon eingesetzt jetzt? Ja, passt. Da spielst du Mega-Mino drauf. Okay, das ist sehr greedy, sehr aggressiv, bringt nichts. Bringt nichts? Bringt nicht viel, ja, bringt nicht viel. Er muss noch verteidigen, Prinz rechts. Ja, da ist sie raus, die Goblin-Gang. Ja, der hat aber Ritter, der verteidigt easy. Cheap. Was? Oh, was, wie viel Prinz-Konter hatten der? Ich dreh durch. Das Brücke an der kannst du nicht bringen hier. Kobolde rein. Auf die linke Seite und dann Mutterhexe und dann genau Bappe jetzt. In. Einer überlegt. Mega-Minion. Auf die Prinzessin, genau. E-Giant wieder. E-Giant jetzt. Prinz hinten. Ich hab jetzt so den E-Giant gemacht, dass er sich abfängt. Ich hab nichts. Feuerball muss ich machen. Feuerball, du musst Feuerball machen, ja. Bitte. Was, wie viel Damage? Barpel predigt auf den Inferno-Turm, wo der eben auch kam. Gut. Oh, jetzt noch schnell die Dings umwandeln, dass da noch was tankt. War ich leider nicht zeitig. Oh, was? Ansonsten guter Gedanke. Stun. Oh, mit Eisgeist! Wie heftig ist er denn? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er krank. Er ist so krank, Mann. Ey, das war dumm. Das ist zu krass. Das ist zu heftig. Die spielen alles fehlerlos in der Defense. Das war dumm, dass wir versucht haben, für 6-4 aufzubrechen. Die Leute, die mich besiegt haben, sind einfach besser. Und ich bin schon während dieses Ganzen deutlich besser geworden. Aber die sind einfach besser. Der Typ ist einfach besser. Wir können dich aber noch besser machen. Ja, das ist ja das Ding, Casual. Du kannst ja jetzt auch sagen, 6500. Ich spiele einfach die ganze Zeit gegen bessere, Mann. Du kannst ja jetzt aber nicht sagen, du spielst gegen bessere und willst nichts dazulernen. Doch, es ist ja schon ganz doll am Anschlag. Das ist so heftig am Limit, wir sind drüber. Du wirst aber doch besser mit der Zeit. Das ist ja das Geile daran, wenn du Cash Run einfach spielst und wenn du einen Coach hast, dass du einfach besser wirst. Und dass du dann auch solche Gegner besiegen kannst. Irgendwann. Verstehst du? Mhm. Was spielt der für ein Deck? Der spielt auch Lockbait wieder. Aber mit einer anderen Variante. Er spielt, glaube ich, so Piglets Double Prince oder so ein Kack. Kann aber auch sein, dass Piglets Double Prince? Ich weiß es nicht, Mann, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber ja. Nee, Schweinerate Double Prince, okay. Oh mein Gott, ich habe nichts, ne? Alles gut, reicht aus. Mega hier noch dazu? Mehr oder weniger, ja. Krieg mir raus, wieso? Der Schaden auf der linken Seite ist nicht vernachlässigbar. Er hat einen heftigen Elixier-Vorsprung, ne? So, jetzt dafür den Double Prinz ein. Prinz. Schweinereiter Double Prinz. Ja. Da kann ich dann aber mein Barrel immer auf die Dings werfen, oder? Kannst du machen, musst du jetzt machen, ja. Aber er hat natürlich Kobold. Normalerweise willst du es gegen die Kobold hinterm Schweinereiter aufbewahren. Das habe ich jetzt links. Da hast du jetzt eine Mutterhexe. Und du hast auch ein Feuerball. Feuerball unterwegs. Ja, bist du früher, dann du. Aber ist egal, passt. Ofen oder Mutterhexe? Guter so Ofen. So lahm, ey. So lahm. Ist okay, sind zwei Hits, aber passt. Zwei Hits sogar. Ich hab das ganze Game kein Elixier gehabt. Wann habe ich das denn verloren? Eigentlich noch gar nicht. Warten bis 10, warten, was er macht jetzt. Okay, Mega-Mini rein, hinten. Er hat noch Barbaren, Pfeile und Mega-Mini. Okay, dann setzen wir den Prinz auch ein. Was ist dein Zauber? Was? Wie bitte? Pfeile hatte nur. Feuerball? Das gibt so einen dicken Feuerball von dir. Oh yes. So, das hast du jetzt durch. Okay. Ja, noch ein Barbell geht immer klar. Er muss ja noch irgendwas setzen. Ja. So, einfach mal Hütten stacken. Das geht auch bisher ganz gut, oder? Ja, kannst du machen, genau. Er hat keinen großen Spell. Er hat keinen großen Spell, chillig. Nein, er hat nur Pfeile.
Die Giant davor. Ja. Kann machen, ja. Ich habe gutes Hütten Support. Oh, nice. Mutterhexe dazu. Machen wir hier ein paar Schweine. Den solltest du haben. Ich gehe ja. Mit allem rein. Ich gehe mit allem rein. Den hast du. Ja, das ist es. Sehr, sehr schön. Drei Hütten hinten. Wenn drei Hütten sind, kann man eigentlich immer einen E-Giant davor spielen. Das ist zu viel. Dann machen Spearcops und Fire Spirits bursten einfach einen Dark Prince weg mit Hilfe des E-Giants. Ja. Zwei Games am Stück gewinnen. Okay. Packer, wahrscheinlich. Charge die. Oh, nice Timing, Glück gehabt. Ja, es war gut, ja. Prinz? Okay, das ist Packer, neben Mutterhexen. Der läuft verkackt. In. Ah, der läuft in den Ofen rein, das wusste ich nicht. Ja. Sobald er da innen platziert wird, so innerhalb der Brücke, dann läuft er in so einen Ofen rein, wenn außen, dann nicht. Okay. Da hat er halt gar nichts, die kommt zu spät. Oh mein Gott. Er ist ein Gott. Ich spiele schon wieder gegen Gott. Ich hab die ich hasse Götter. Ich habe einfach die Schnauze voll, Alter. Ofen rein. Ofen bei 7, genau. Und dann halt der Mega-Minion an der Brücke bereit über dem Ofen für seinen Magic Archer. Oder seine Mutterhexe, besser. Sauber. Der läuft da rein, spielt deine eigene Mutterhexe. Genau. So, ich habe gerade 6 Elixier. Lass durchlaufen, er wird irgendwas machen. Wenn der Packer spielt, kitest du. Er wird Packer spielen. Ah ne, Royal Ghost, okay. Macht er was? Sins? Der Barbar. Ruf mal rein. Prinz gegen Banditin, oder? Ah, okay. Packerkeit. Genau, sieht nicht gut aus. Warum? Nicht. Drückst du einen halben Ton damit? Da hast du Feuerball drauf einfach. Weil du wird noch Rambo oder so kommen, oder? Nee, ach, ist interessant, der geht da. Jetzt hast du auf der linken, okay, jetzt musst du auf der linken Seite aufpassen. Da hast du jetzt Issues. Spiel jetzt die Mutterhexe rein, Mutterhexe. Oh, der. Ja. Er wird jetzt. Okay, das ist richtig schlecht von ihm. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht von ihm. Das ist so bad von ihm, let's go. Ja, Kobold-Hütte noch ein, Kobold-Hütte. Gut. Oh, ist das ein Problem. Ball, ja. Geht sogar noch fit, geht noch fit. Den kannst du einfach nur Mega-Mini gleich drauf spielen. Ofen noch? Boah. Okay, die verwandeln sich beide, das musst du noch am besten ein bisschen deffen, weil der ist gleich im Feuerball-Range-Turm. Ja, rechts rein, wir müssen. Ja, rechts rein musst du machen. Und auch noch Prinz dahinter am besten. Wobei, nee, ja doch, muss noch Prinz. Schieb Prinz hinter. Und dann spielst du bitte Barbarrel hinter den Evos jetzt. Schnell hinter den Evos. Er hat Feuerball. Genau, perfekt. Jetzt noch irgendwas links spielen? Nee, das war selber ein Feuerball, du hast das Feld. Auf links werfen können. Ja. Digga, was ist das? Dieses Packer-Brücken-Spam-Deck. Wie oft habe ich das gematcht? 13 Mal? Wie oft habe ich verloren? 12? Ja. Das ist brutal, Mann. Aber komm, weiter geht's. Alles gut. Du packst das. Wir brauchen wieder 3. Ja. Das Gute ist, du droppst nie unter diese 3. Oh nein, es passiert jetzt auch nicht. Die Giant? Kannst du machen, ja. Oh mein Gott, nee. Nee, lass mal lieber. Kommt der noch rechtzeitig?
Ne, der ist geraged. Die Entsendungsdauer ist 3,5 Jahre, obwohl ich drüber Elixier hatte. Und der Turm ist weg. Prinz Rage Balloon. Ja, sehr interessant. Holt das ist gut, ja. Hätte ich jetzt nicht gesetzt, aber passt. Lass es durchlaufen. Und dann spiel jetzt mal eine Mutterhexe hinten rechts. Er wird noch zu dumm sein, deinen Turm versuchen zu holen. Also muss er ja. Prinz jetzt noch rein, er wird seinen Prinz aussetzen wahrscheinlich. Ey, Pfeile, was macht er da für eine Kacke? Ihr Giant davor? Ja, mach mal, ja. Dann noch gleich Barbel rein, sobald er seine Skami irgendwie auf die Mutterhexe spielt. Okay, er macht ja, mega mehr drauf. Smart. Das war jetzt nicht so smart. Geht der Ofen deswegen down. Kriegt auf den Turm. Wie kann das klappen? Ja, ist eine gute Frage. Wie kann das klappen? Setz mal Agent jetzt hinten. Hinten rechts? Nee, ja, hinten rechts. Ich muss ihn davor setzen. Ich hab noch ein paar Truppen und da ist noch was. Oh, war so gutes Timing. Burger das. Ja, den Turm bekommst du. Oder? Wird das Geld namens zu viel Damage. War das Megamin ist noch da. Ja, der Bock jetzt. Er hat Prinz. Boah, Digga. Er hat alles. Ja, ehrlich, alles, holy shit. Nicht alles. Das ist eine ganz deutliche Führung. Mit Mega Minion, Mutterhexe und Gebäuden, Ballon Rage kommen einfach durch. Minus 31 Trophäen. Da geht ja, das war ja gar nichts. Poison hat er, na gut. Ja, Mutterhexe passt. Poison Barbell ist das. Das nur die Giant davor? Nee, ne? Bietet nur Damage. Nee. Er hat Bomb Tower, okay. Boah. Wenn er jetzt seinen Ritter, rausspielt, spielt sie Prinz links. Hier spiele ich erstmal einen chilligen Feuerball, dann haben wir den Schwein, dann ist auch der Baby Dragon erstmal irgendwie, keine Ahnung. Okay, spiel jetzt den Prinzen rein, Prinz die Valkyrie und dann Wappel später. Auf dem Friedhof. Warten. Jetzt! Bitte. Okay. Bombenturm Friedhof. Ja, da musst du die. Das ist nur Damage, ganz normal. Da solltest du auf jeden Fall die Mutterhexe immer behalten, klar. Können wir die Hütte ein bisschen defensiver spielen? Kannst du auch machen, ja. Gleich die nächste Hütte. Ja. Was ist das denn für eine Kacke? Spiel mit Exile, genau. Seine Valkyrie kommt durch, ich muss noch Barbara werfen. Egal. Ich 7 Millionen Schweine. Wenn er Bomb tauscht. Ne. Er macht's nicht, okay. Gutes Timing. Übel nice, mega, wenn ich eben noch, aber es ist jetzt trotzdem tot. Passt. Prinz hinten rechts. Oder vor die Valkyrie jetzt? Okay.
Mutterhexe wieder so eben, wie eben. Bisschen Poison Value, ja. Okay. Agent davor. Oder dahinter auch. Agent hinten mal. Okay. Ja, schon unterwegs. Ist okay, passt, alles gut. Der stirbt weg und jetzt hast du gute Karten. Er wird das Nade und du wirst nicht rankommen, aber es ist okay. Man. Immerhin schon mal ein Zeichen gesetzt. Guter Feuerball. Nice. Guter Feuerball. Sehr, sehr guter Schaden. Let's go, Max. Prinz an der Brücke gleich, genau. Mutterhexe wieder hinten. Wenn er den Dings bringt. Wenn er nicht, dann spielst du ihn auf den Eismagier. Okay. E-Giant davor? Ja, bitte. So schön, die Mutterhexe, weil sein Poison ist raus, ne? Ja. Oh. Kann man das noch drehen, ne? Oh, Adelaide entstand gerade ein Schwein noch. Oh, jetzt ist das ein beschissenes Heike. Feuerball das? Na, jetzt will ich. Ich fange ab. Nee, nicht so richtig. Barbara rein. Ich fange halt nicht geklappt. Mega Mini direkt. Mega Mini auch. Du musst noch spielen, durch. Sonst kriegt ihr deinen Turm. Nein, ist nicht durch. Ist nicht durch. Mein Poison muss jetzt rein mit ihm. Oh, der ist gestorben. Let's go. Agent Brücke. Scheiße. Nee, du reicht halt auch. Ja, Feuerball drauf. Scheiße. Es reicht. Herz. Mit Nades durch. Alter. Hat er im ersten Push so viel Damage gemacht, wo du einfach den E-Giant, ja. Wo du Eddie die Mutterhex rausgespielt hast. Das war das Problem. 5 Niederlagen, 1 Win. Ja, weiter geht's ja gestern, oder nicht? Wir haben einen Allzeit-Trophäen-Rekord. Klar, es sind nicht 6-4, aber es sind 6378. Ich will es jetzt noch einmal probieren. Ich bin auch übel müde, aber ich will es jetzt einfach probieren. Du pusht nicht mehr weiter, weil du Kopfschmerzen hast. Ja. Wir haben heute schon 2-mal neue Trophäenrekorde aufgestellt und jetzt facen wir die ganze Zeit bessere Gegner. Ich will es trotzdem noch einmal probieren. Also Scheitern ist halt echt schwierig. Mit 5 Stück? Ja, ey, besser jetzt sagen ist gut. Wir haben jetzt 7 Stunden gestreamt, wir haben ja vorhin schon die ganze Zeit Clash Royale gemacht. Als jetzt das noch 1 Stunde, 1,5 zu probieren und dann klappt's nicht. Wir können ja machen, bis du 3 weitere Niederlagen hast. Das ist das Kompromiss. Da hast du jetzt nochmal die Chance. Aber bei 3 Niederlagen ist er noch Cut. Weißt du? Weil alle spammen anderes Deck. Ich würde sagen, wenn wir das machen, gehen wir in den Subchat. Weil es ist jetzt seit 1/2 Stunde ein anderes Deck. Das ist so lost. Das sind genau die gleichen Leute, die schreiben, ich bin in Fortnite scheiße, ich soll es mal auf Controller probieren. Wo ich schon 4 Jahre PC gespielt habe, Mann. Es geht nicht. Also richtig. Drei Niederlagen noch. Ja. Wenn ich jetzt einen Packer face, bin ich aber raus. Wie? 3 Niederlagen oder ich face jetzt im ersten Game Packer. Okay, gut. Du wirst dir keinen Fesen. Okay. Außer du, wenn du gewinnst jetzt im ersten Game, dann wird es aufgehoben. Wird der Packer gespawnt, bin ich weg. Please no. Kann das die Mutterhexe, wie verteidige ich meine Mutterhexe? Weil das ist ja geil, es sind Skelette. Aber es ist scheiße, weil. Nee, ist. Achso, du meinst Skelly Barrel. Das ist okay. Ja. Das passt so mit der Mutterhexe. Oder halt Barbel. Er kitet fantastisch grandios mit den Skeletten, das Mega Minion. Er hat keinen Packer. Feuerball drauf. Barrel. Auch gut, ja. Passt, genau. Okay. Rufen rein. Hat er einen großen Zauber? Glaube nicht. Oh, bad. Das ist ja richtig beschissenes Timing. Er liegt. Okay. Da kannst du. Oh, er zappt noch. Okay, Lock Zap. Interessante Kombi. Was hat er für einen großen Zauber?
Kein bisher. Er hat entweder noch ein Gebäude oder noch einen Zauber. Ich will jetzt einen E-Giant davor packen. Gebäude. Ja, mach das. Probier's ja. Ja, das lässt einfach durchlaufen. Scheiß drauf. Barbell habe ich doch. Oder Barbell, genau, ja. Ja, Tesla, okay, gut. Da. Ja, Feuerball auf Crackerin. Drauf. Genau. Die Crackerin. Ja, oh, der Zap, Bro. Oh mein Gott. Aber das ist trotzdem guter Schaden. Ja. Oh ja. Das What? Krank. Sehr, sehr geil. Cold Force, okay. Ofen, ja, passt. Macht man das so mit der Mutterhexe, dass sie so da drunter steht und dann. Und die macht ja trotzdem viel Damage, ne? Ich würde jetzt ein E-Giant links davor, oder? Ja. Die Firecrackerin stacken sich. Der Feuerball war bad. Bad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, egal, du machst trotzdem Schaden. Hättest du halt eine Crackerin getroffen, wäre es jetzt probably vorbei gewesen. Aber egal, passt. Genau, Hexe. Ah, das hast du auf der rechten Seite nicht so viel. Mega Minion setzen. Die Firecrackerin macht auch noch Damage, ne? Ist okay. Okay, passt, ja. Okay, zeige durch zum Bubble, genau, Bubble. What, ja, musst du spielen. Oh, machst du es nicht, okay. Ja, gut, 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 gut. Cycle Feuerball auf seinen Turm, cycle jetzt Feuerball. Spiel einen Feuerball, bitte. Du musst es so versuchen. Und jetzt musst du nur noch defen. Hütten auf deine Seite, auf deine Lane, auf die rechte Lane. Du musst jetzt schnell zeigen. Setz noch eine Hütte ein, um das Bubble wieder zu haben. Wichtig. Jetzt Bubble, Bubble. Nice. Du hast ihn. Let's go. Saubere Runde. Sehr, sehr schön. Fuck. Koboldfass, Skelettfass. Das war schon das zweite Mal, dass wir es heute gefaced haben. Ja, es ist auch keine schlechte Kombi. Was spielt denn der jetzt? Das ist jetzt wahrscheinlich ein Hawk-Cycle-Deck. Ja, wahrscheinlich noch Mini-Packer, Bats und Rocket. Nice Barb Barrel. Wieso habe ich immer kein Elixier gegen die? Ich verstehe das nicht. Der hat noch Mini-Pack und Rakete. Okay, Fireball ist gut. Das ist an sich ganz gut, glaube ich, für dich. Der hat zwar, der hat nur Mini-Packer als Single-Target-Damage. Wenn du den, wenn der Mini-Packer raus ist, dann kannst du eigentlich E-Giant-Brücke spielen, gefühlt. Spiel mal, genau, den Ofen wieder rein. E-Giant-Brücke. War, der hat den Mini-Packer am Cycle noch. Ja, aber wenn er den einsetzt?
Und dann stirbt dein E-Giant. So schnell? Kind of. Es geht halt sogar frecherweise tatsächlich noch klar. Die fuckt mich ab, den hau ich an der rein. Kommt die nächste direkt. Ja, da musst du dann schon mit dem Bubble präziser sein, aber ist okay. Mhm. Wie viel Princess hat denn der? Das ist doch scheiße. Ja, du wirst gewinnen. Bring einfach wieder gleich. Bring Prinz jetzt hinten links. Er hat kein Mini-Picker. Rechts. E-Jump-Rucke. Ja, scheiße. So. Ich stack jetzt hier aber auch. Ich glaube, das mit den Hütten geht auch tatsächlich. Ja, geht auch, aber so ein E-Jump-Rucke wäre schon schmackig jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Na, wobei, nee. Du musst den Mini-Picker noch treffen. Hätte geklappt, das hätte gedeckt. Jetzt ja. Rein, ja? Ja, den sehe ich auch. Nee. Feuerball, Nein, Ofen ist schon da. Ofen war bad. It's over. Er hat schneller gefinisht. Das hätte der Feuerball sein müssen. Minus 31. Er hat noch nicht mal auf mich reagiert. Er hat noch nicht mal auf mich reagiert. Er sieht E-Giant und macht Schweinereiter rein. Wir haben gleichzeitig unseren Scheiß eingesetzt. Schwierig. Du hast ja keine Hütte auf dem Feld. Wenn du keine Hütte auf dem Feld hast, kannst du das nicht machen. Das geht ja nicht. Leider. Ey, wir zocken zu lange. Ja, es ist echt krass. Es ist zu lange. Es ist ein Fehler und du verlierst ein Game. Was haben wir hier vorhin die Gegner einfach links liegen lassen bei 6300? Du warst da auch noch mentally, also du warst da auch noch so ein bisschen mehr auf Zack, weißt du? Ja, klar. Ist ja verständlich, dass man nach 7 Stunden so ein bisschen abkratzt. Ich mach das ja bei mir ist das gleiche. Sparky. Ich werfe erstmal einen Feuerball. Eismagier. Schon mal eine sehr interessante Kombi. Aber der Eismagier ist scheiße, der ist unterlevelt. Ja. Wenn die Mutter. Oh, yo, wieso trifft die nicht? Wieso trifft sie die Minion-Horde nicht? Ja, ist durch. Das Video endete einfach mit dem neuen Trophäenrekord. Ja. Das kannst du knicken, Mann. Aber dann haben wir ein Ziel für die nächste Season immerhin. Ja, da schaffen wir sowieso noch eine deutliche Höherung, oder nicht? Klar, safe, ja, richtig. Obwohl es werden einmal alle zu 3-3 geballert, ne? Nein. Du wirst nicht auf 3-3 geballert. Du wirst auf 4 oder 5K. Ich weiß gar nicht, wo genau du resetten wirst. Normal ja eigentlich auf 4K. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses 5K-Ding erst ab nächster Season geht oder schon ab dieser, aber du wirst nur beim Trophäenpfad auf die 3K-Belohnung resettet. 3,3K. Das heißt, von Trophäen wirst du ganz normal resettet, aber im Trophäenpfad... Ach so, aber du kriegst einmal alles. Du kriegst nur die Belohnung alle. Genau. Ach, heftig, okay. Okay. Gut. Wann ist das Update denn? Ist das schon morgen? Man weiß es nicht so genau. Vielleicht morgen, vielleicht auch die Tage. Boah, übermorgen wäre scheiße. Übermorgen wäre richtig scheiße. Okay, gut. Dann war es ultra nice. Neuer Trophäenrekord ist aufgestellt. Ja. Aufs Update freue ich mich sehr. Wenn du weißt, dass es irgendwie ist, schreib mir, ne? Wenn du irgendwelche Hinweise hast, wann es kommen sollte. Alright, mache ich ja. Okay, alles klar. Dann dir einen entspannten Feierabend und dann starten wir wahrscheinlich morgen. Ja, machen wir. Jo, tschüss. Bis dann.